Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Ostberliner Volkskammer hat heute endgültig die Rechtsgrundlage für die ersten freien Wahlen in der DDR am 18. März geschaffen. Einen Tag nach Verabschiedung des Wahlgesetzes billigten die Abgeordneten ein Parteien- und Vereinigungsgesetz. Es schreibt die Freiheit zur Bildung von Parteien fest und bestimmt den gesetzlichen Rahmen für ihre Aktivität. Nach kontroverser Debatte wurde ferner beschlossen, dass für die Wahl am 18. März Wahlkampfhilfe aus der Bundesrepublik in Anspruch genommen werden kann. Kampfabstimmungen. In der Volkskammer der DDR sind sie immer noch die Ausnahme. Am Parteiengesetz aber schieden sich wieder einmal die Geister. Der Passus, um den es dabei ging, dürfen Parteien in der DDR Hilfe aus dem Westen annehmen. Die NDPD, sie ist ohne westlichen Financier, hatte gegen Hilfe aus dem Ausland Front gemacht. Auch wenn das Gesetz am Ende verabschiedet wurde, zeigt das Abstimmungsergebnis doch die große Verunsicherung der Abgeordneten. 150 von ihnen enthielten sich der Stimme. Und nur den Enthaltungen war es zu verdanken, dass das Gesetz durchkam. Ab 1. Januar 91 allerdings, so schreibt es das Gesetz fest, dürfen die Parteien keine Schenkungen oder wirtschaftliche Unterstützung mehr aus dem Ausland annehmen. Dann aber ist die Wahl in der DDR gelaufen und, so spekulieren viele wohl auch, stellt sich das Problem nicht mehr. Wesentlicher Bestandteil des Parteien- und Vereinigungsgesetzes ist auch folgender Punkt. Verboten ist die Gründung von Parteien und Vereinigungen, die faschistische, militaristische oder antihumanistische Ziele verfolgen, sowie Glaubens-, Rassen- und Völkerhass bekunden. Damit soll offenbar ein Verbot rechtsextremer Kräfte in der DDR erreicht werden. Im Visier hatte man die Republikaner. Zum Grundsatz des Parteiengesetzes gehört die Chancengleichheit. Schenkungen sind möglich, Spenden über 10.000 Mark müssen offengelegt werden. Wenn am 18. März in der DDR gewählt wird, dann können nicht nur Parteien zur Wahl antreten, sondern sich auch Bündnisse von Parteien wie die Demokratische Allianz für Deutschland oder Bürgerbewegungen wie das Bündnis 90 dem Votum der Wähler stellen. Wirtschaftsministerin Luft kündigte heute vor der Volkskammer an, dass die DDR in die deutsch-deutschen Verhandlungen über eine Währungsunion eine eigene Sozialcharta einbringen wolle. Sie solle dem Willen der DDR-Bürger zu einem sozialverträglichen Weg in die deutsche Einheit Rechnung tragen. In einem Interview mit der Ostberliner Jugendzeitung Junge Welt kündigte die Ministerin an, dass die Preise in der DDR bis zur Wahl im März stabil bleiben. Nach dieser Ankündigung beruhigte sich die Situation in den Lebensmittelgeschäften in der DDR weitgehend. Der Generalstaatsanwalt der DDR hat gegen den früheren Chef des Gewerkschaftsbundes FDGB Tisch Anklage wegen Vertrauensmissbrauchs und Untreue erhoben. Tisch wird vorgeworfen, den FDGB um rund 4,5 Millionen Mark geschädigt zu haben. Die Gelder gingen in ein Jagdreservat mit luxuriöser Behausung. Ferner geht es um 84.000 Mark für Privaturlaube sowie 100 Millionen Mark, die Tisch eigenmächtig dem damaligen SED-Jugendverband FDJ überweisen ließ. Ebenso wie Tisch befindet sich seit Anfang der Woche der ehemalige DDR-Ministerpräsident Stoff auf freiem Fuß. Die Generalstaatsanwaltschaft begründete die Haftverschonung mit dem Gesundheitszustand und fehlender Fluchtgefahr. Die Anklage gegen Stoff soll bis Ende März fertig sein. Eine 500.000 Bundesbürger haben Eigentumsansprüche in der DDR. Diese Zahl nannte heute das Ministerium für innerdeutsche Beziehungen. In Bonn hat heute zum ersten Mal eine deutsch-deutsche Kommission verhandelt, die solche Vermögensfragen klären soll. Zu denen, die nachfragen, wie sie an ihr Eigentum in der DDR kommen, gehört Klaus Marx. Vor 31 Jahren baute er hier in Mühlacker einen neuen Betrieb auf. Zuvor hatte seine Familie eine mechanische Werkstätte bei Leipzig aufgegeben. Marx war enteignet worden. Jetzt will er wenigstens Grund und Boden in der DDR, 80 Hektar, zurückhaben. Ja, ich möchte das Grundstück wiederhaben, weil es ein Besitz der Familie gewesen ist und weil ich auf diesen Besitz nicht verzichten möchte. In der DDR geht unterdessen die Angst, um Häuser zu verlieren, teurere Mieten bezahlen zu müssen. DDR-Stellen sprechen von teils aggressiven Forderungen. Noch aber gelte DDR-Recht, auch wenn der Bundesgerichtshof die Enteignungen für unrechtmäßig erklärt hat. Eine Neuregelung birgt nicht nur politischen Zündstoff, sie ist auch rechtlich überaus schwierig. Was tun, wenn der Staat zum Beispiel ein enteignetes Haus weiterverkauft hat? Im innerdeutschen Ministerium rät man, Bundesbürger sollten höchstens mal in die DDR-Grundbuchämter schauen.
Ich würde sagen, dass alle, die Vermögen in der DDR haben und wünschen und hoffen, dass sie dieses Vermögen wiederbekommen, sich zunächst einmal zurückhalten sollten. Es sind sehr schwierige gesetzliche Regelungen notwendig. Wir müssen auch die Interessen der DDR-Bevölkerung in diesem Zusammenhang eindeutig wahren. Vor den Wahlen am 18. März, so die Deutsch-Deutsche Kommission heute, werde es keine Einigung geben. Danach rechnet man mit einer Prozesslawine. Schon heute gäbe es täglich 300 Anfragen. DDR-Außenminister Fischer hat die Mitgliedschaft eines vereinten Deutschland in der NATO erneut abgelehnt. Vor der Volkskammer sagte Fischer, ein Deutschland in der NATO müsste alles in Frage stellen, würde den Weg zur Einheit Europas verschütten und sei deshalb für keine Seite zumutbar. Auch in dieser Frage könnten die Deutschen eine Lösung nicht alleine finden. Bundesaußenminister Genscher sieht zwischen den jüngsten Äußerungen des sowjetischen Staatschefs Gorbatschow zur deutschen Einheit und den Ergebnissen des Kanzlerbesuchs in Moskau keinen Widerspruch. Genscher sagte heute im Deutschlandfunk, Gorbatschow habe sich noch einmal zum Ziel der deutschen Einheit bekannt. Bonn habe im Übrigen nie einen Zweifel daran gelassen, dass Gespräche mit der DDR nicht hinter dem Rücken der vier Siegermächte geführt werden. Die Stellungnahmen aus Moskau, so Genscher, zeigten aber, dass es in der Sowjetunion noch sehr viele psychologische Probleme beim Thema deutsche Einheit gebe. Gorbatschow hatte erklärt, die Vereinigung der Deutschen gehe nicht nur sie allein an. Polen wünscht nach den Worten von Ministerpräsident Mazowiecki einen Vertrag mit den beiden deutschen Staaten zur Westgrenze noch vor einer möglichen deutschen Einheit. Auf einer Pressekonferenz in Warschau forderte Mazowiecki auch die Teilnahme Polens an der sogenannten Sechserkonferenz. In den deutsch-polnischen Beziehungen nähert sich die Stunde der Wahrheit. Das sagte Premierminister Mazowiecki am Nachmittag. In diesem historischen Augenblick werde sich erweisen, was das Wort von der Aussöhnung wert ist. Mazowiecki sieht keine akute Gefahr für die Oder-Neiße-Grenze, aber die Umtriebe der Republikaner im Westen, nationalistische Tendenzen in der DDR und die Tatsache, dass ein klares Wort des Bundeskanzlers immer noch fehle, das mache ihm Sorgen für die Zukunft. Damit kein rechtsfreier Raum entsteht, sollen die beiden deutschen Staaten einen Vertrag mit Polen paraffieren, der die polnische Westgrenze garantiert. Das geeinte Deutschland sollte den Vertrag dann nach der Vereinigung endgültig unterzeichnen. Frage: Wie wünschen Sie sich nach einer Vereinigung der beiden deutschen Staaten die militärische Zuordnung des Gebietes der DDR? Antwort: Minister Genscher hat gesagt, dass die NATO nicht bis an die polnische Grenze vorrücken darf. Eine Neutralität Deutschlands lehnte Mazowiecki ab. Wichtig sei die Erhaltung des europäischen Gleichgewichts und eine Garantie der Oder-Neiße-Linie. Die Zeit, in der die Bundesregierung die Zweifel an ihrer Haltung zur polnischen Westgrenze selbst aus der Welt räumen könnte, läuft ab. Der polnische Vorschlag einer internationalen Garantie gewinnt an Boden und dem müssten sich die Deutschen dann beugen.